Wenn ich jetzt gerade mal so drüber nachdenke, ist es, glaube ich, doch ganz gut, dass ich jetzt auch so das Wochenende aufnehme, weil nächste Woche will ich sicher nicht dazu kommen, weil ich nächste Woche mal wieder ein Praktikum habe, von der Schule aus, muhahaha. Und da kann man ja jetzt nicht von mir verlangen, dass ich, wenn ich fertig von einem 8-Stunden-Tag wiederkomme, ist ein normaler Arbeitstag, ganz nebenbei, für die, die es nicht wissen, 8 Stunden ist heutzutage ein normaler Arbeitstag. Auf jeden Fall bin ich dann danach erschöpft wahrscheinlich und dann habe ich keinen Bock mehr groß aufzunehmen, höchstens Singleplayer in Ruhe eine Runde zu spielen abends noch. Besonders mein Praktikum fängt bereits um 7 Uhr morgens an und ich brauche eine halbe Stunde zum Hinfahren, also muss ich schon um 6 aufstehen, weil ich auch gut meine halbe Stunde brauche, um mich fertig zu machen. Plus Frühstück und so weiter. Um 6 aufstehen, das ist ja... Also ich bin ja von Haus aus auch so ein bisschen Langschläfer, deswegen könnte das für eine Person wie mich, sage ich jetzt mal, ein bisschen... Oh, komm schon, klar. Ein bisschen problematisch werden. Boah, ey, jetzt diese Framerates, die kommen immer genau zum richtigen Zeitpunkt. Ach du Scheiße, dahin jetzt, geht doch nicht. Geht nicht. Ich meine, ich kann ja gar nicht schnell genug sprinten, das geht nicht. Oder gibt es eine Sprint-Taste, das wäre mir ganz neu. Schauen wir mal kurz. Optionen, Steuerung. Nee, ist nix, okay. Ich sage es erneut, Jump and Run Einlagen sind nichts für mich. Und deswegen bin ich wahrscheinlich bei diesen Let's Adventure Karten wahrscheinlich prinzipiell ein bisschen falsch. Ich habe eh vor, nach dieser Let's Adventure Map ein bisschen Fallout Diver zu machen. Ich habe wieder Lust drauf gerade ein bisschen. Als nächstes kommt der Mod, das werde ich euch jetzt mal vorspoilern. The Pit, da habe ich mir mal auch so ein bisschen schlau gemacht und so weiter. Oh, was blockiert? Irgendwas. Der Stein hier blockiert mich die ganze Zeit. Was soll der Kack? Auf jeden Fall, ich mache den Mod The Pit da. Geht es im Grunde darum, in irgendeine Raiderstadt oder sowas, wo man halt so ein bisschen klarkommen muss. So habe ich das jetzt auf jeden Fall verstanden. Bin tierisch gespannt. Also weiter anders wie hoch kommt man nicht, ne? Na. Ja. Das geht doch nicht. Ich meine, ich muss mich nur ein bisschen bewegen und ich fall runter von der Leiter, aber ich muss sprinten. Das geht nicht. Kartoffel, Aubergine, Apfelmus. Jetzt geht mir nicht der Redestoff aus, deswegen sage ich jetzt irgendeine Scheiße, damit ich irgendwie auf eine beschissene Scheißidee komme. Oh, Alter. Das geht nicht. Das geht doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich stoß mir hier den Schädel blutig. Ich falle von der Leiter runter. Ah, vielleicht so. Hoppa, nee. Na. Ich glaube, ich könnte einfach normal springen. Ich weiß gar nicht. Bringt normal springen was? Muss ich mal schauen. Ist auf meiner Höhe und ist. Ich weiß gar nicht, vielleicht schon. Ich weiß gar nicht. Auch nicht, hier kann man was ausprobieren. Ah, so komme ich auch drauf, sehr schön. Haha. Ich bin doch so blöd, ey, das ist ja. Oh.
Optik, so. Ich würde mal sagen, da hinten. Also, sehr schön. Wehe, ich vergeige das jetzt. Hätte ich mich aber auch geohrfeigt, wenn ich jetzt den letzten diesen Sprung da vermasselt hätte. Ich bin auf dem Dach. Welche Überraschung. Geht es da weiter? Ich weiß nicht. Rot ist ja auch nicht so richtig zu sehen, aber ich vermute mal ganz stark, hier geht's weiter. Ich gehe mal weiter hier. Hoppala und wuppig. Autsch. Ah, genau. Nein, gut. Yay. Ist normal in einer Stadt, ne? Geben will. Geht nicht, okay, gut. Nur mal so eine Theorie, meine ich. Ich hätte ja ein Akrobatik-Tank finden können. Dope für meine Face, to see da. Face. So. Ah, das wäre doch gelacht, wenn ich den nicht hinkriege. Yay! Na, okay, lacht nicht aus. Ah, und jetzt setzt auch genau zum richtigen Zeitpunkt die Melodie ein, wie ich finde. Ba, da, 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 da. Ich weiß, meine Begleitung mit der Stimme ist miserabel, aber was soll's, ich bin dumm. Ich sollte mal aufhören. Ich sollte mal aufhören, mich in meinen LPs dauernd selbst zu beleidigen. Aber ich halte nun mal nicht sehr viel von mir als Let's Player. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Ich mache es aus Spaß und weil es mir halt Spaß macht, aus sehr viel mehr Gründen mache ich das eigentlich nicht. Und, na gut, und ich mache es aus den Gründen, ich bekomme zwar nicht viel Resonanz von euch, aber ich freue mich immer über jede Resonanz, die ich von euch bekomme. Da freue ich mich immer tierisch und das ist dann auch ein Ansporn. Ich meine, ich komme jetzt bereits auch auf die 40 Abonnenten. Ist für meine Verhältnisse echt super viel. Also, bin auch echt froh, wie sich das Ganze entwickelt. Man kann auch nicht sehr viel mehr verlangen von jemandem, der nur wirklich nebenbei LPs macht. Also, ich mache das nicht regelmäßig oder sowas. Ich lade Videos hoch, wenn ich Lust und Zeit habe. Und das sind 40 Abonnenten für jemanden wie mich, der das auch nicht sehr lange und auch nicht sehr gut macht. Wirklich okay, also. Wie gesagt, ich gebe auch nicht viel auf Abonnentenzahl. Es macht mir Spaß, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Renne, aber irgendwie. Naja. Naja, die Musik passt halbwegs. Nebel liegt über der Stadt. Etwas Seltsames geht hier vor. Man kann es förmlich spüren. Na gut, ich kann das jetzt schlecht machen bei so einer behämmerten Musik. Ich glaube, ich bin im Kreis gelaufen. Ja, ich bin doch jetzt tatsächlich im Kreis gelaufen. Ich laufe jetzt auch einmal im Kreis, weil vielleicht habe ich was übersehen, aber ich glaube, ich war einfach bloß doof. Ja, ich bin einfach bloß doof, glaube ich, ganz ehrlich. Ich beleidige mich wieder selber, aber. Also in Sachen Erklärung halten die sich auch ein bisschen zurück, ganz ehrlich. Story ist halt auch nicht vorhanden. Es läuft im Grunde, auf der Karte läuft es im Grunde darauf hinaus, lauf rum. Folge einem Parcours und laufe rum.
auf sehr viel mehr läuft es auf dieser Karte ja nicht raus, wie ich das jetzt so bereits sehen konnte. Ich weiß es gar nicht, ich habe gerade gegähnt, ob man das gehört hat oder nicht. Weil ich bin jetzt bereits ein bisschen müde, weil ich heute schon um 6 aufgestanden bin. Und da ich viel Schläfer und Faulpilz bin, ist das für meine Verhältnisse nicht Hölle, aber nicht ganz einfach. Mich überkommt gerade eine Müdigkeitsattacke. Ich weiß nicht mehr, ob das ein Wort ist. Soll ich da jetzt lang? Ich weiß es nicht. I see the street, but I don't know, ob ich da lang gehen soll. Müde bin ich. Ja, also wieder im Kreis gelaufen. Also, sehr gerade. Ich bin doch blöd, ich hätte da runterspringen sollen. Oh. Wupp dich, so. Wupp dich. Ja. Lauf ich mal am Boden rum. Ist ja auch mal eine schöne Abwechslung, ne, wa? Stadt sieht ganz nebenbei ein bisschen unheimlich aus, so ganz Unbewohner. Dann mal da. Ja, nichts. Ja, nichts ist immer gut. Gerne. Ich fühle mich eigentlich gar nicht müde, aber aus irgendeinem Grund muss ich gerade gähnen wie nichts. So, ich laufe hier gerade durch die Streets, aber ich glaube, ich gehe in die falsche Richtung. Ich gehe mal die Treppe darauf. Was Besseres wüsste ich jetzt gerade nicht, um voranzukommen. Ah, ein Stadtkanal, cool. Ich vermute mal, das wurde aber ganz schön alles mit dem Mac-Editor gemacht. Also wenn es selbst mit dem Mac-Editor gemacht wurde, dann Respekt, aber ich glaube schon, die haben wahrscheinlich einige Häuser selbst gebaut und dann kopiert.